Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy, Part Nummer 22. Ja, im letzten Part haben wir das Spiel, ja, das erste Mal durchgespielt, haben Bowser besiegt, die Lumas haben ein schwarzes Loch aufgehalten und jetzt sind wir schon wieder hier. Und was wir halt freigeschaltet haben, sind jetzt diese ganzen, Schabernack-Kometen mit den Münzen. Und ja, weil es jetzt das erste Mal ist, werde ich auf jeden Fall gleich zum Schabernack-Komet gehen wollen. Einfach aus dem Grund, weil er da ist. Damit man das Ganze jetzt schon mal gesehen hat hier. Anflug des lila Kometen. Ist natürlich, es sind solche Kometen, wo nicht jeder erfreut ist, die zu machen. Einfach weil man halt, ja, 100 Münzen sammeln muss. Aber meistens sind die auch so aufgebaut, dass man halt einen gewissen Weg hat oder dass sich das Level ein bisschen verändert hat. Und dass man dann halt sowieso dann Stück für Stück an die Münzen drankommt. Die lila Münzen im Eiersternhaufen. Finde ich persönlich sogar eine bessere Idee als bei den vorigen Mario Games, wo halt immer darum ging, dass man generell 100 Münzen sammeln muss. Hier sieht man es zum Beispiel, die sind halt speziell verteilt, dass man auch hier rumfliegt und die ganzen einsammelt. Und dass man dann halt, ja, wobei ich jetzt gar nicht mehr weiß, ja, dass man wohl halt dann der Stern auftaucht. Weil ich glaube, der hat auch seinen festgelegten Platz. Aber das werden wir dann auch noch sehen und zwischendurch vielleicht auch mal wieder ein paar Sternteile einsammeln, weil davon werden wir wohl noch den einen oder anderen brauchen. Achtung. Auch wieder das erstmal wieder ein bisschen reinkommen, weil, wieder eine Woche nicht gespielt. Man kennt es ja. Da sieht man, ich ja gerade Spiele von Anfang bis Ende direkt durchspielen. Und, aber aus irgendeinem Grund möchte ich halt natürlich nicht zu viel vorausspielen. Ihr kennt es ja. Auch wenn ich die Spiele bereits kenne. Das ist halt immer so der Gedanke. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und 10 Parts am Tag aufnehme, dass ich dann halt für über 3 Wochen Parts habe, sage ich mal, dass ich dann am Ende natürlich ja das Problem habe, dass ich dann 3 Wochen lang nicht spiele. Das ist so der Gedanke. Es sei denn, man kann natürlich sagen, dass man dann am nächsten Tag nochmal aufnimmt. Aber ja. Übrigens sieht man auch hier, es sind zwar glaube ich 100 Münzen, aber ich glaube in manchen Welten, ich weiß nicht, ob es jetzt hier der Fall ist, aber in manchen Welten ist es so, dass es mehr als 100 Münzen gibt und dass es halt nur darum geht, dass man, ja, dass man alles einsammelt. Dass man halt ein bisschen sich umguckt, sage ich mal. So, ich glaube, da war ich schon. Und natürlich muss man dann hier gerade bei dem hier aufpassen, dass man halt nicht Wege geht, die man schon gegangen ist. Aber ich glaube, hier ist die Menge festgelegt, wenn ich mich nicht irre. Achtung. Aber ich freue mich, dass ich wieder die Musik hören darf hier. Ach ja, was mir auch gerade auffällt, man sieht diese Linien, die von den Sternen weggehen. Und dann sieht man, dass man die schon geflogen ist. Oder wo man halt hingeflogen ist. Zum Beispiel habe ich jetzt den Weg hier noch nicht. Und so kann man sich dann halt gut orientieren. Da sind wir schon wieder am Anfang. Es fehlen noch 10 Stück und ich habe gerade keine Ahnung, wo ich die jetzt noch vergessen habe. Deswegen müssen wir noch ein bisschen rumfliegen. Hier ist halt ein bisschen noch was mit Suchen zu tun. Beim anderen ist es dann mehr eine Challenge, wo man halt dann aufpassen muss, dass man ja nicht drauf geht, während man die Münzen sammelt. So, den hier müsste ich noch fliegen, gell? Ja, das macht Sinn. Da sind die letzten 10. Alles klar, dann haben wir es auch schon geschafft. Und ich glaube, der ist wieder am Anfang, der Stern. Weil da muss man sich auch so ein bisschen dran orientieren. Dass jetzt, wenn man die ganzen, die ganzen Münzen eingesammelt hat, dass man natürlich auch wieder zum Stern kommt. Da unten ist er. Da kann ich einfach nochmal fliegen, okay. Alles klar, und dann haben wir es schon mal. So als schöner kleiner Vorgeschmack mal zu sehen, wie das mit den Sternen hier abgeht, mit den Münzen abgeht. Es sieht halt in jedem Level anders aus, dass man trotzdem ein bisschen Abwechslung hat. Und wie gesagt, das finde ich persönlich eigentlich dann immer noch besser, als wenn man einfach nur stupide durchs Level rennt und 100 Münzen sammelt, bis man halt einen Stern irgendwo bekommt. Auch wenn das halt bei den damaligen Mario-Spielen auch Standard war. So, und dafür ist die Galaxie jetzt auch komplett. Ist halt natürlich immer wieder schön zu sehen, wenn dann die Kronen drauf sind, dann weiß man, dass man da nichts mehr suchen muss. Aber ich kann trotzdem mal reingehen und kurz gucken. Also hier ist dann alles komplett. Hier fehlt dann auch noch so einer. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein lila Komet. Aber den machen wir dann später. Weil ich habe ja auch gemeint, ich möchte jetzt nicht nur rumrennen und nur die lila Schabernack-Kometen machen. Sofern auch, wenn eh keiner da ist, ist eh egal. Dann gehen wir mal in die neue Welt, genau. Ich glaube, irgendwo konnte ich eine Abkürzung bauen. Weil hier sind ja diese komischen Linien, die man da nach oben gehen kann. Na?
dass man halt dann irgendwo von ganz oben nach ganz unten kommt. Muss ich gerade mal kurz gucken. Also, was ich sagen will, ist, dass man halt noch ein bisschen Abwechslung hat, dass man nicht dann eine Folge nur mit Münzen zu tun hat. Ich glaube, irgendwo war hier ein Luma. Ja. Mit dem man quatschen muss. Ich glaube, den hier. Der einem noch einen weiteren Weg öffnet, sage ich mal. Also, dass man halt dann nach unten kommt. Ja, genau der hier. Na komm. Wenn du nach unten willst, stelle ich hier drauf. Ja gut, okay, oder so. Weil das ist ja dann vorher nicht aktiv und das machen wir dann jetzt halt aktiv. Da müssen wir halt nicht immer von der Einstellung nach oben, sondern können halt von hier nach oben. So, alles klar. Das wollte ich erreichen. Ist so eine Kleinigkeit. Einfach so ganz gemütlich. Passt ja. Und hier wäre dann auch noch was. Wenn ich mir das gerade so angucke. Aber ich glaube, das geht dann noch... Geht dann halt... Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Irgendwo war dann hier noch eine... Stelle, aber ich glaube, die erscheint erst. Ne, dahin. Dahin würde man dann hinfliegen. Genau. Aber das kommt dann auch noch später. So. Das ist sozusagen, glaube ich, die letzte Welt, die man begehen kann. Obwohl es eigentlich keine wirkliche Welt ist, sondern halt... Ja, ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Gab es ja auch einen Boss? Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Also musste man die Bosse gar nicht machen, sondern generell nur... Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Es kann auch sein, dass wir nur alle Bowser besiegen, alle Bowser-Kämpfe machen mussten, damit wir halt mit den 60 Sternen hinkommen. Aber wenn ich hier schon zum Bowser-Kampf kann, dann ist es natürlich so eine Sache für sich. Da hat sie eher gesagt, diesen Boss-Kampf. Ich weiß gar nicht mehr, was das für war. Werden wir dann noch sehen. So, dann gehen wir hier in den Herbstwald. Bei dem Herbstwald kann man persönlich sagen, es sieht aus... Ja, man kann schon sagen, Copy-Paste von der Honigbienen, vom Honigbienenkönigreich. Was die Mondhasen suchen, ja. Weil es ist halt eine Herbstversion von der Frühlingsversion, sage ich einfach mal. Aber halt trotzdem irgendwo dann doch wieder ein bisschen anders, werdet ihr dann noch sehen. Man sieht es hier gerade, es ist so ein bisschen gespiegelt. Aber... Ja, ist nicht so schlimm, bin ich ganz ehrlich. Natürlich, dass wir ein bisschen umgucken hier, gell? Oh. Da kommen einfach mal Sternteile raus. Und das ist, dass man hier hochkommt, okay. Natürlich auch von Vorteil, dass man dann hier nicht unbedingt die Biene braucht, gell? So, aber erstmal mit den Hasen sprechen, weil die wollen ja irgendwas von mir. Na du? Die Hasen suchen nach blauen Sternchips, aber wir finden keine. Ah, okay, das wollt ihr also von mir. Na gut, dann gucken wir einfach mal. Muss ich jetzt den Hasen folgen, oder? Kommt heraus, Sternchip. Achso, die stehen hier nur rum und suchen. In dem Sinne. Oder mehr im Hintergrund. Die stehen mehr rum. Ah, okay, alles klar, verstehe. So, alles klar. Also zumindest Stück für Stück dann halt sich hier so ein bisschen umgucken. Da oben ist auch nochmal eins. Was sagst du hier? Ich könnte schwören, ich habe die blauen Sternchips hier irgendwo gesehen. Ja, da oben ist doch ein. Die Kamera zeigt es doch. So, ich glaube, man muss hier alles platt machen, damit man halt da oben kommt. Alles klar. So. Natürlich sollte man auch hier aufpassen, damit hier nicht runterfällt, weil man sieht auch, ich habe ja gemeint Copy-Paste, aber... Ja, man muss halt schon ein bisschen gespiegelt denken. Biene, was machst du hier? Upsala. Schaukeln macht Spaß. Ja, ja. Ui. Ich wollte gerade mit der V-Mode hier die... Bewegung machen. Achso, okay, alles klar. Wo sind die Sternchips? Irgendwo hier wird einer sein, wenn du hier rumstehst. Ja, da oben. So, alles klar. Also man sollte sich, glaube ich, doch so leicht an den Hasen orientieren. Und jetzt auch noch einer. Ich hoffe, dass ich runterfalle, ohne dass ich... Na komm. Ohne dass ich hier irgendwo in die Schlucht falle. Ich kann den riechen, ey. Sternchip riechen. Da ist er. Alles klar. Also doch relativ offensichtlich. Es fehlt halt nur noch einer. Mal kurz gucken. Der dürfte dann irgendwo auf der anderen Seite sein. Was sagst du hier? Die Hasen suchen irgendwas. Ja, ja, habe ich schon mitgekriegt. Kann ich die Kamera gerade nicht drehen? Da denke ich mal, dass es dann da oben ist, wo ich dann vorhin wieder runtergesprungen bin. So, alles klar. Mal kurz gucken. Da oben ist er. Okay, alles klar. Gut, dann einfach mit der Biene hochfliegen, denke ich mal. So. Irgendwann stampfe ich den Baum
Was? Baumstoff in den Boden. Ja, das mache auch ich jetzt hier. Gut. Guck mal, so machen wir das. Oh. Einfach Münzen weg. Okay, alles klar. Achso, der zeigt zu dem Leben, das unter der Brücke versteckt ist. So. Einmal. Und ohne Biene würden wir ja auch sowieso nicht hier hochkommen, weil wir ja nicht auf die Blume kommen. Na du? Sind hier drüben welche? Ja, ich denke mal. Hier. So, alles klar. Das war, glaube ich, nur der Vorgeschmack. Weil jetzt geht es erstmal richtig weiter in dem Sinne. Das sollte sozusagen auch gleichzeitig wieder sein, dass man so ein bisschen, ja. Dass man so ein bisschen das Level kennenlernt, sage ich mal. Warte. Einfach mal sonst wohin geflogen. Ich wollte eigentlich kurz mal gucken, dass ich vielleicht diese Luigi-gestellten Sternteile einsammeln. Okay, alles klar. So, einmal hier nach oben. Und weiter. Wurde ja auch gezeigt, dass wir eigentlich hier auf diesen Mini-Planeten hier drauf müssen. So, was gibt es hier wieder? Glaubst du, du kannst mich fangen? Ich glaube nicht als... Kann man den eigentlich jetzt doch abschießen? Warte mal. Ich glaube, man könnte ihn abschießen, wenn man richtig trifft, gell? Ja. Oh, der hat einen Stern in der Hand. Ich habe verloren, dafür gebe ich dir diesen Stern. Auch wenn ich ein bisschen geschummelt habe. Aber es ist ja möglich, deswegen mache ich es einfach. Beim nächsten Mal wird es aber... Ja, das sagst du immer. Ich glaube, das ist immer derselbe Hase, gell? Andere Seite, okay. Na, Stern, kommst du her? Yay. Und wie gesagt, ich gucke halt immer wieder durch, ob dann halt irgendwo wieder ein Komet da ist, dass wir den dann auch gleich machen können. Fazit sieht übrigens noch gut aus. Ich muss ja nach jedem Stand immer gucken, weil sonst merkt man, oh, plötzlich, oh, 20 Minuten rum und dann fragt man sich, wo die Zeit hier hingegangen ist. So. Alles klar. Wobei natürlich auch wieder schwierig ist, wenn ich jetzt wieder in die andere Welt, wenn ich wieder rausgehe und gucke, dann ist das auch so eine Sache, ob man dann halt das so findet. Wir machen erstmal die Herbstwald weiter. Ja. Ich habe jetzt gerade noch Lust drauf. Wir haben ja schon einen 100 Münzenstern geholt, so rum. Und lassen wir dann vielleicht jede Folge einen machen. Okay, einfach nur geworfen werden. Okay, alles klar. Interessanter Levelname, sage ich einfach mal. Ah, okay, verstehe. Die komischen... Oh, ich habe den Namen wieder vergessen. Die hatten so ganz speziellen Namen. Ja. Ja, ich habe vergessen. So, okay. Wurde wohl schon gezeigt, dass wir da hinten zum Stern müssen. Na du? Ich halte mir einen Kataquaks, genau. Als Haustier. Er wirft mich in die Luft, wann immer ich will. Aber du kannst doch fliegen. Warum willst du dann in die Luft geworfen werden? Kataquaks, genau. Schön, wenn man im Spiel noch gesagt bekommt, wie die heißen. Weil die gibt es ja seit Mario Sunshine. Sie werfen dich in die Luft, als wären sie ein Katapult. Ja, dann komm mal her, du. Yay. War es jetzt richtig? Ich glaube. Na du? Wenn du hochgeworfen werden willst, musst du sie aufwecken. Ja, ja, mache ich. So, erstmal hier wieder ganz viele Sternteile einsammeln. Einfach nur was können. So. Na ihr? Yay. Wir müssen ja eh nach oben, von daher. So. Alles klar. Ich gehe so durch, als wüsste ich, wo es lang geht, aber es sieht auch wirklich so aus, dass man halt sonst keinen... Ja, dass halt die Kamera eigentlich schon direkt zeigt, wo man hin muss. Und da sind wir dann zu dem... Kommen wir direkt zu dem Stern, den wir eben noch gesehen haben. So, alles klar. Irgendwann hat man ja auch so das Gefühl dafür, dass man halt... Hier kriegen wir direkt den Stern geklaut. Wo? Oh, ich wollte eigentlich auf den Wickler springen. So, weil er mir noch Sternteile gibt. Hier sieht man übrigens auch schön, hier muss man sich hochspringen lassen. War nicht noch ein zweiter Wickler? Okay. Großer Wickler und trotzdem... Ja. Ja gut, er lässt mich nicht stampfen, solange er da rumgeistert, gell? Man muss halt auch sagen, bei Mario Sunshine konnte man sie, man musste sie, glaube ich, nass machen, damit sie stehen bleiben, gell? So, alles klar, Dankeschön. Okay, sind wir jetzt wieder in einem
Würfellabyrinth, das zum Glück nicht so labyrinthisch ist, weil man hier schön über die Ecken springen kann. Achso, ja gut, okay, ich verstehe schon. Wir müssen ihn erstmal befreien. Wobei natürlich auch die Frage ist, ob hier irgendwo auch ein Luma versteckt ist. Jetzt hör mal auf hier, ich muss hier nur die Kisten zerstören, damit du hier rauskommst. So. Ich weiß, dass du spielen willst, aber es muss ja nicht sein, dass du mich die ganze Zeit nach oben katapultierst, wenn du eigentlich irgendwo hin möchtest. Wobei ich mich natürlich jetzt gerade frage, wo ich ihn überhaupt hinschicken muss. Sollte vielleicht mal gucken, wo ich ihn hinschicken muss, gell? Gute Frage. Da hinten hin? Hier vielleicht? Ich glaube, das merkt man so ein bisschen, wenn man ihn halt, wenn man nach unten katapultiert wird, gell? Okay, ich denke mal, dass wir ihn nach rechts kriegen müssen irgendwie. So, kommst du her? Der hat auch seinen Spaß, ey. Achso, da wird es ja schon angezeigt hier wieder. So, was haben wir hier noch in der Kiste drin? Einfach nur gucken. Da waren Teile, alles klar. Achso, ja gut, okay, verstehe. Hier müssen wir uns auch katapultieren lassen, aber natürlich so, dass wir da oben hinkommen. Na? Alles klar. Und hier bräuchten wir dann wieder eine, ja, eine Biene. Oh, was macht denn ihr hier? So, dann mal aufhören hier. Wird nicht gebuddelt. So. Was geht hier überhaupt ab? Benehmt euch mal. Wo ist... Wie ich gerade rumlaufe. Und hier ist ein Jenga. ein Jenga-Turm. Okay, schön. Ist mir der damals auch gefallen? Ich weiß gar nicht. Aber kann ich auch nicht umwerfen. Und die ganzen Gegner hier drehen total durch. Ja. Seid mal ruhig hier. Das ist halt ein bisschen zu laut. Müssen wir die jetzt alle besiegen, oder? Weil ich frage mich gerade, wo die Biene ist. Ne, okay. Ich habe hier viele Sternteile. Immer wieder schön. Oder muss ich den Jenga-Turm hoch? Warte mal, ich muss, glaube ich, wieder mit unseren Kata-Quacks hier hoch. Na komm. Ne. Da sehe ich gerade was. Achtung. Ich glaube, ich besiege erstmal alle Feinde. Ist immer auch so... Achso, da... Okay, verstehe. Kata-Quacks, ich brauche mal deine Hilfe hier. Den die Steine wegmachen, damit du auch durchkommst. Yay! Ja, muss halt nur wissen, wo es lang geht, gell? So, dann möchte ich mal kurz diesen Turm hier hoch. So, alles klar. Dass wir dann so leicht abkürzen können, sage ich mal. Wobei, ich muss, glaube ich, die... ja, ich muss die Blumen trotzdem lang fliegen. So, alles klar. Sieht übrigens auch schön aus hier, wie das einfach mal so einen Bogen macht. Achtung, man sollte natürlich sich nicht treffen lassen, weil wenn die einen treffen, dann ist es vorbei. Oh, die Blumen bewegen sich. Merke ich jetzt erst. Aber sollte auch kein Problem sein. Ich meine, solange man als Bienen-Mario rumgeistert, ist alles ganz leicht. So, sehr schön. So, auch wieder passend zum Partende. Schön wieder 3 Sterne bekommen. Das sind aber auch so Sterne, da kann man sich auch nicht mal so ganz dran erinnern, weil man sie halt einmal gemacht hat oder maximal 2-mal. Und sie dann wieder vergessen hat, weil sie nicht schwer sind. Aber dafür umso besser, wenn man sie dann halt, ja, trotzdem schnell erreicht, damit man halt beim nächsten Mal einen anderen Stern machen kann, ja. dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von, ja, Super Mario Galaxy sehen wollt, auf meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.